Am 8. August wird Dean Ambrose, der WWE Champion, beim Stone Cold Steve Austin Podcast auf dem WWE Network zu Gast sein. Paul Heyman hat bisher noch keinen neuen WWE-Vertrag unterzeichnet. Sein alter Vertrag ist vermutlich schon ausgelaufen. Trotzdem möchte WWE weiterhin mit Heyman zusammenarbeiten, da die Leistungen von ihm sehr wertgeschätzt werden. So soll es vermutlich in kommenden Wochen zu einer Vertragsunterzeichnung kommen. Es gibt keinen Streit beider Parteien. Der erste Pay-Per-View nach dem SummerSlam wurde angekündigt. Dieses Event ist der SmackDown Pay-Per-View Backlash, der am 11. September stattfindet. Renee Young ist nicht gedraftet worden. Nun wurde aber bekannt, dass sie bei SmackDown auftreten wird bzw. dort vertreten sein wird. Alberto Del Rio ist aktuell ziemlich unzufrieden mit seiner WWE-Rolle, da ihm mehr versprochen wurde, als er aktuell bekommt. So möchte Del Rio die WWE im Oktober verlassen und strebt ein potenzielles Comeback bei Lucha Underground an. Zu Lucha Underground gibt es allerdings auch Neuigkeiten. Lucha Underground Staffel 2 hat niedrigere Ratings eingefahren als erwartet. El Rey Network ist sehr stolz auf das eigene Produkt und möchte Lucha Underground auf keinen Fall absetzen. Allerdings soll die bereits aufgenommene dritte Staffel vorerst die letzte Season der Serie werden. Sollte die dritte Staffel allerdings deutlich bessere Einschaltquoten mit sich bringen, will man die Wrestling-Serie in jedem Fall weiterführen. Das Problem bei fehlenden Einschaltquoten ist das Budget, das für Lucha Underground verhältnismäßig hoch ist und das für einen eher kleinen Sender wie El Rey Network.